Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Empires Threat of Definitive Edition in der Kotyan Khan Kampagne. So, beim letzten Mal haben wir hebt die Banner gemacht, jetzt ist dran die Schlacht an der Kalka. Der Rauch von brennendem Teer verdunkelte den Himmel. Durch ihn hindurch sind über das Schlachtfeld verstreut die Leiber von Männern und Pferden zu sehen. Trotz unserer großen Zahl wurden unsere Armeen hinweggefegt wie Staub auf einem Feld. Die Mongolen wussten genau, wie sie unsere Schwächen nutzen und unsere Kräfte teilen konnten. Die Hufe der angreifenden mongolischen Reiter klangen wie Donner und ihre Pfeile prasselten herab wie Regen. Rauchende Geschosse aus Katapulten der Mongolen sorgten in unseren Reihen für Verwirrung und nahmen uns die Sicht. Wir sahen Rusfürsten in den Rauchstürmen und niemals wiederkehren. Nach 9 langen Tagen waren die vereinten Kräfte von Rus und Kumanen vollständig vernichtet. Der Kampfgeist der Überlebenden ist erloschen. Wir Kumanen wissen, dass alle Hoffnung für die Heimat unserer Ahnen verloren ist. Um dem sicheren Tod oder der Sklaverei zu entgehen, sammeln wir uns hinter dem Dnieper, um gen Westen zu reiten. Zumindest hat Khan Kotyan die Schlacht überlebt. Ein Lichtblick in diesen dunklen Zeiten. Seine ruhige und zuversichtliche Stimme vermag es nach wie vor, den Männern Hoffnung zu machen. Okay. Also, die Schlacht ging nicht gut aus, offenbar. Und wir hauen ab. Oder was? Kotyan Khan muss überleben, fliehen sie vor der mongolischen Horde. Mhm. Kumanen sind ihre Leute sind in Gefahr, sie sollten so schnell wie möglich. Sie können versuchen, die Mongolen auf der anderen Flussseite zu bekämpfen, doch nach der kürzlichen Niederlage fehlt es ihnen der Männer nur, um sie zu bezwingen. Konzentrieren sich stattdessen darauf. Mhm. Die Kumanen können in der Verderzeit Rampe bauen. Es ist möglich, das jetzt damit frühen Ansturm zu vernichten, wenn sie. Okay. Warnt die Verteidiger! Die Mongolen sind uns auf den Fersen! Unsere Leute verlassen dieses gottvergessene Land. Doch vielleicht könnt ihr im Westen Zuflucht finden. Na ne, da sollte ich glaube ich nicht hoch. Oder was passiert, wenn ich hier nach oben... Ich möchte einmal sehen, was passiert, wenn ich dann nach oben reite. Okay, da ist nichts. Toll, danke. Okay, das ist ungünstig für mich. Also, gegen die zu kämpfen, sehe ich gerade nicht so. Okay, er wurde besiegt. Seid verflucht dafür, uns hiermit hineinzuziehen, Kotyan! Nicht so glücklich drauf. Das sind unsere Häuser. Unser Fürst mag uns vielleicht verlassen haben. Doch wir werden unsere Heimat niemals verlassen. Okay, hi. Bitte helft uns! Wir haben es geschafft, die wichtigsten Furten zu halten. Doch die Tataren haben mitten in der Nacht den Fluss überquert und drohen jetzt, unsere Armee in die Flanken zu fallen. Okay, Dorfzentrum einmal. Wir sehen sie, die Tataren. Jupp. Das sind. Ah ne, das sind Kumanenstämme, das sind Verbündete.
Leichte Kavallerie schicke ich mal dahin. Ich sollte hier mal direkt mal mit Versorgung aufbauen. Anfangen. Ich bin gerade in der Feudalzeit, das ist nicht so. Super. Verdammt. Ich gerade nicht hier optimal hier. Ich bin gerade vom Tempo viel zu langsam. Das ist die Schmiede, Stall. Na gut, ich brauche nämlich Holz. Ich sollte möglichst Gas geben, damit ich die möglichst schnell dann besiegen kann. Salam. Kommt, ich brauche da ein bisschen mehr Holz. Da sind meine Truppen wieder. Hi. So, einmal da hinschauen. Da unten seid ihr. Einmal hier. Okay, sehr gut. Die können da Holz abbauen. Das heißt, dass ich hier jetzt mit euch auch. Oh, ich würde behaupten, ich habe die Tataren gefunden. Wie könnt ihr es wagen, euch eurem Großkhan zu widersetzen? Eure Pferde, eure Frauen und euer Gold gehören jetzt der Horde. Tataren sind in die Ritterzeit vorangeschritten, finde ich schon mal nicht so optimal. Stein einmal bauen. Amukmen. Du baust hier die Mühle. Kururnen. Du baust da direkt mit. Kururnen. Einmal den und dann hier. Evet. Salam. Also Nahrung da holen. Ich bin echt viel zu langsam gerade. Das ist nicht gut. Wenigstens habe ich gleich Schubkarre. Das sorgt dafür, dass ich ein klein bisschen schneller werde von der Rohstoffproduktion her. Ah, ich könnte ja da mal.
Damit bin ich nicht so happy. Sehr schön. Das sorgt dafür, dass die da schon mal weg sind, die Truppen. What? Jo, Waffenschmiede. Meine Kavallerie ist auf dem Weg zu euch, Kodjan. Versteckt euch lieber wie die Maus, die ihr seid. Das ist nicht so toll, wenn seine Kavallerie jetzt kommt. Okay, ich muss echt hier ein bisschen mehr Tempo machen, glaube ich. Das ist nicht... Ah. Da kann ich jetzt schon mal Rambacke hochziehen, das ist sehr gut. Amukmen. Chiplarmen. So, einmal du da. Barurmien. Bir Anchaitermen. Okay. Das ist sehr gut, die halten dort. Die halten dort aktuell mäßig. Die werden noch nicht angegriffen. Mhm. Ich kann da mit dem handeln. Das ist sehr gut. Dann sollte ich das vielleicht auch tun. Fällt mir mal gerade so auf. Habe ich jetzt zwei Schmieden? Ach fuck, ich habe jetzt zwei Schmieden. Ich hatte gedacht, ich baue ein Handelsding. Ach Mist. Also du. Einmal Gold. Ewet. Buruhanas. Madama Charmen. Kururnen. Ich will da einfach mitbauen. Irgendwie bin ich da nicht so mega happy gerade mit der Situation hier. So, dann brauche ich da, dann kann ich wenigstens ein wenig handeln, darüber kann ich Gold generieren. Amukmen. Was mache ich jetzt am besten? Am besten mache ich hier nochmal. So. Mhm.
75 Holz brauche ich dafür. Die Frage ist, kann ich mit euch hier theoretisch schon ein wenig aufräumen oder nicht? Das ist so die Frage. Das funktioniert nur so mäßig. Ich brauche echt stärkere Truppen, aber ich kann hier... Aber ich kann dafür sorgen, dass die da mit den Ramböcken schon mal gut... Fuck it, ey. Naja. Hey, wait. Buruha nas? Angladum. Bitte, auf den da. Damit der nicht meinen Rambock kaputt kriegt. Hey, wait. Sanchiska. Kuluketarmen. Barurnien. Anukmen. So. Danke. Kururnen. Evet. Kann ich... Nee, sie können keinen Hafen bauen. Okay. Dün 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 dün. Kururne. Ich baue mal euch dahin. Katjan, komm mal zurück da, bitte. Das ist jetzt gerade nicht mehr so ganz so toll. Es ist nicht gut gerade. Schlechte Neuigkeiten. Späher berichten, dass die Mongolen eine fortschrittliche Waffe aus China mitgebracht haben. Wir werden sie nicht mehr lange fernhalten können. Na toll. Nicht gut. Ist nicht gut. Ah. Komm, da mal oben hin bitte. Schnell. Oh Scheiße, der ist gleich tot. Der ist gleich tot.
Bastian ist gestorben, bevor unsere Leute entkommen konnten. Wir sind verloren! Oh Mann. Kann ich nicht. Kann ich nicht laden? Hat er nicht irgendwie einen Safe-Stand, den ich laden kann? Das sieht doch nach einem passenden Safe-Stand aus. Jupp, sehr schön. Das sieht mir nach einem sehr passenden Safe-Point aus. So, dann. Salam. Kururnen. Buruhanas. Kururnen. Nein, entfernen. Oh, shit, ey, das war nicht den ich haben wollte. Kururnen. Salam. Kururnen. Evet. Kururnen. Buruhanas. Kururnen. Angolurnien. Salam. Mhm. Kururnen. Einmal hier bitte. Buruhanas. Angladum. So. Denke. Muss ich da weiter pushen? So, mit euch. Barurnien. Oh, Scheiße. Das ist jetzt echt sehr bescheiden für mich. Kann ich dich einquartieren? Schlechte Neuigkeiten. Späher berichten, dass die Mongolen eine fortschrittliche Waffe aus China mitgebracht haben. Wir werden sie nicht mehr lange fernhalten können. Ja, schlechte Neuigkeiten für mich hier auch, weil... Shit. Das war gar nicht gut, da ist er mitten dadurch. Okay, ich bin gleich wieder tot. Fuck it, ey. Kannst du nicht da... Alter, ey, ist das ätzend gerade. Alter, können die nicht mal... Alter. Alter, ist das penetrant nervig. Okay, ich bin gleich tot. Wieder, weil...
Die hören aber auch nicht auf, mir auf den Sack zu gehen. Vielleicht soll ich das Mannesbretten anhalten, mehr Lebenspunkte haben. Dadurch könnte er vielleicht auch 20 Lebenspunkte mehr bekommen. Alter, ey. Wie mir das hier hardcore auf den Keks geht, ey. Das kostet halt so viel Zeit gerade. Dieser Mist dort. Die ich halt so viel besser in anders investieren könnte. Da kommen die nächsten, ey. Könnt ihr mal bitte hier... Ich bin halt echt hier. Ich hänge hier echt viel zu sehr hinterher, das ist nicht gut. Oh shit, die Rampe hätte ich jetzt gar nicht machen sollen. Hi, nochmal wieder. Okay, die hauen ab. Sehr gut. Uff. Uff. Das war mal sehr beschissen. Okay, ich verkaufe hier jetzt mal ein bisschen was.